Servus Leute, hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen sonnigen Himmelsrand. Ja, heute schauen wir uns die Mod A Piece of Sovngrad an. Ja, und das ist ein Spielerhaus. Ich zeige euch gerade mal, wo wir sind. Wir befinden uns hier bei Flusswald. Hier oben haben wir Weißlauf. Und hier sind diese Wächtersteine. Also hier ist Flusswald, hier sind die Wächtersteine. Und wenn ihr da bei diesen Wächterstein seid, habt ihr natürlich hier diese wunderschöne Aussicht. Aber ihr findet auch hier eine verwachsene Tür und hier Piece of Sovngrad, da ist der Eingang. Ich zeige euch aber gerade noch mal kurz, wo diese Wächtersteine sind, damit ihr weißt, wo ihr hin müsst. Also ihr kommt hier raus, hier sind die Wächtersteine und direkt dahinter befindet sich eben diese Türe. Und da gehen wir jetzt mal rein, also komplett verwachsen, total versteckt. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Also wie gesagt, ist ein Spielerhaus, ich selber war noch nicht drin. Alter! Oh, nice. Okay, Himmelsschmiede. Auch geil mit der Aussicht. Ist hier irgendwas drin? Oh, Alter, was ist denn hier drin? Oh, nice. Also, da werdet ihr auch noch reich beschenkt, wenn ihr da reinkommt. Ulfric, Cicerus. Leute, ey, da kriegt ihr noch einiges an Zeug. Hier Schlafzimmer. Schöne hohe Decke und geile Aussicht einfach nur. Ich glaube, das ist aber auch alles, ne? Das ist dann quasi nur dieser Raum hier. Also komplett versteckt, aber geil mit den Nordlichtern. Finde ich sehr cool. Okay. Hier haben wir noch irgendwas. A Piece of Sovngrad Home. So, Underground Sanctuary here. I spent many years in Reclaim Sovngrad's Cave to magic learn of overtime. Okay, cool. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Also vielen Dank an den Ersteller dieser Mod. Sieht sehr cool aus. Aktivieren Puppe. Hier haben wir noch eine Chest. Oh ja, Alter. Schaden 489. Sehr cool, also ihr werdet wirklich reich beschenkt. Also da gibt es halt alles mögliche an Stuff. Sehr nice. Mirax Sword, sehr cool. Sieht mega gut aus. Alter, geil. Okay, allein dafür lohnt es sich schon hier reinzugehen. Also ich muss sagen, vielen Dank für die Mod. Sehr cool. Inhalte der Truhen, mega nice. Also wirklich cool. Hier gibt es alles mögliche. Feuersalze, Gold, 5000. Sehr nice. Aber mir fehlt so ein bisschen, was ich mir jetzt noch gewünscht hätte, wäre jetzt hier zum Beispiel vor dem Kamin so einen fetten Drachenkopf oder sowas. Also mehr mit so Statuen arbeiten. Sonst ist das eigentlich schon ganz schick tatsächlich. Truhen sind natürlich voll mit Stuff. Also alles mögliche, was ihr benötigt. Ich glaube hier, okay, cool. Alchemielabor, natürlich. Stabverzauberer, sehr geil. Arcana-Verzauberer, hier haben wir noch Waffenständer. Hier auch. Okay, also es ist alles da, was man benötigt. Aber ich hätte mir tatsächlich, eine sehr coole Mod. Aber noch mehr so ein bisschen, aber man hat mehr erwartet, würde ich jetzt mal sagen, ne? So ein kleines bisschen, boah, mega geil, verwunschen alles, ne, extra versteckt, Player Home, da hätte man sich schon ein bisschen mehr gewünscht, ein kleines bisschen mehr, nur ein kleines bisschen mehr. Ah, sieht doch schon ganz cool aus. Vielleicht noch, noch ein weiterer Raum, ein versteckter Raum oder sowas, hier so eine Bodenluke oder sowas, ist halt noch so ein kleines bisschen mehr an Zeug. Ja, also nicht in den Truhen. Die Truhen, die sind prall gefüllt mit Stuff. Mit coolen Stuff auch. Aber doch, ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt. Wirklich. Klar, hier ist alles drin, was man braucht. Hier Schmiede und sowas. Aber jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, noch ein Thron oder sowas. Das wäre cool gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Okay, Bett ist groß genug für mich und meine Süße.
Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, oder? So ein, ich sag nochmal, so ein Thronsaal oder sowas, wenn das geht. Klar, das hier ist auch ganz niedliches Detail, auch ein cooler Stuhl. Aber jetzt, ich würde sagen, wenn man reinkommt, vielleicht auch über dem Bett, hier so eine fette Statue noch hin oder sowas, ein Drachenkopf. Und dann hier, Kamin ist okay. Aber ich würde hier dann vielleicht noch eine Tür hin machen, hier eine Tür machen, die dann in so einen separaten Thronsaal führt oder sowas. Was das Ganze noch so ein bisschen lebendiger macht und aufpeppt. Aber sonst ganz klar, von den Throninhalten, Rüstungen, Waffen, mega nice. Auch hier mit den Nordlichtern, das finde ich persönlich ganz cool gemacht. Ah, sonst noch so ein kleines bisschen mehr, kleines bisschen mehr. Vielleicht hier oben noch so ein fetter Kronleuchter, der hier runterhängt. Irgendwie sowas. Und der Thron fehlt mir tatsächlich. Ja, aber ansonsten auch hier mit dem Lichteinfall echt cool. Nettes Spielhaus, aber jetzt nicht mein unbedingter Favorit. Und wie gesagt, ist dann halt eben auch nur eben dieser eine Raum. Na, dann sind wir halt hier wieder schon draußen. Und ich glaube, hier hinten ist unser Kollege, ne? Jo, Bruder, was geht? Genau. Ja, Leute, das war's. Interessantes Spielerhaus, Peace of Surringrad. Kleines verstecktes Spielerhäuschen. Hier verwachsen, hier ist diese verwachsene, versteckte Tür. Ist okay, aber jetzt nicht mein absolutes Highlight. Ja, Leute, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.